Hallo meine Lieben, ja, herzlich willkommen zur Manga-Nachlese vom Februar 2024 und ja, es ist dieses Mal auch ein bisschen überschaubar. Wer den Manga-Haul letzte Woche gesehen hat, ja, die Manga-Nachlese im nächsten Monat wird dann ein bisschen üppiger ausfallen. Aber gehen wir mal der Reihe nach durch. Was habe ich gelesen? Einmal Band Nummer 3 von Cherry Magic, in dem Yuichi und Kiyoshi immer noch etwas unfreiwillig zusammenwohnen und sich dabei allerdings auch näher kommen, was natürlich auch der Tatsache geschuldet ist, dass Kiyoshi nun aus nächster Nähe natürlich auch immer Yuichis Gedanken wahrnehmen und lesen kann. Und ein bisschen kompliziert wird die Geschichte mit den beiden, als Kiyoshi merkt, also er liest auch die Gedanken einer seiner Arbeitskolleginnen und interpretiert das so, dass sie auch in ihn verliebt sei, obwohl sie eigentlich nur eher ein großer Beusler-Fan ist und das Ganze zwischen den beiden einfach nur ja, wahnsinnig inspirierend natürlich findet. Aber ja, es löst natürlich ein bisschen Gefühlschaos aus und der Band endet auf jeden Fall ja, mit einem interessanten und wichtigen Geständnis. Viel mehr würde ich da mal lieber nicht verraten. So, dann der erste Band von einem anderen Boys Love Manga, Blue Sky Complex, Band Nummer 1. Jo, kurz gesagt, es geht um zwei Schüler, Narasaki und Terashima. Narasaki ist eigentlich eher so ruhig in sich gekehrt und ein bisschen, sagen wir so, fällt nicht großartig dadurch auf in der Schule und er nimmt dann halt einen Job an, die Bibliotheksaufsicht in der Schule zu machen. Und sein Lehrer verdonnert ihn dann quasi dazu, auf einen, etwas Unruhestifter aufzupassen, und zwar der heißt Terashima. Und das Ganze beginnt halt damit, dass die beiden halt nur in der Bibliothek sitzen und sich im Grunde genommen anschweigen. bis Narasaki dann aus Interesse mal guckt, was für Bücher Terashima dann sich da eigentlich immer nimmt und liest. Und so entwickelt sich dann halt doch so ein bisschen Interesse zwischen den beiden. Und ich sag mal so, es ist auf jeden Fall eine ungewöhnliche Art und Weise, wie sich eine Beziehung entwickelt. Und ich finde es auch sehr interessant, warum Narasaki halt so gerne in der Bibliothek ist, denn bei ihm zu Hause ist immer ziemlich viel Trubel und ziemlich viel Lärm und da wünscht er sich natürlich dann halt einfach einen Ort, wo er mal ein bisschen für sich sein kann. Und es hat so ein kleines bisschen was von, ich sag mal so, Stolz und Vorurteil, ne? Dass erste Eindrücke von jeweils anderen dann doch ganz schön täuschen können. Und das Ende des Bandes ist sehr überraschend und ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Bänden dann auflösen wird und weitergehen wird. Aber Band 1 hat mir auf jeden Fall sehr gefallen, deswegen lese ich den Manga definitiv weiter. Dann einer meiner Lieblingsmangas momentan, natürlich Sasaki und Miyano, Band Nummer 9. Man kann schon sehen, das Cover sieht ein bisschen intimer aus. Die beiden sind ja jetzt offiziell zusammen. Problematisch ist halt nur, Sasaki ist ja jetzt auf der Uni, Miyano ist ja mal noch auf der Schule. Das heißt also, sie sehen sich natürlich nicht mehr jeden Tag. Und aber es ist sehr schön mit anzusehen, wie die beiden ihre Beziehung jetzt führen. Also es gibt einfach nette Szenen, wie Miyano zum Beispiel sich immer noch daran gewöhnen muss, Sasaki jetzt eben beim Vornamen zu nennen, ne? Und nicht immer nur Sasaki-Senpai zu sagen. Und es gibt wahnsinnig viele schöne Szenen hier in dem Manga. Also die beiden gehen auf ein Date und Miyano macht sich dafür zurecht und seine Mutter ist gleich so, nein, so kannst du nicht auf ein Date gehen, du musst ganz andere Sachen anziehen. Und ich so, Mütter. aber auch Sasaki ist auch noch so ein bisschen unbeholfen. Also er entschuldigt sich an einer Szene zum Beispiel auch, wie dass er einfach Miyanos Hand genommen hat und Miyano sagt dann so, du musst dich dafür nicht entschuldigen, du bist mein Freund, natürlich darfst du meine Hand nehmen. Ne? Und die beiden gehen jedenfalls in den Vergnügungspark und dann treffen sie erstmal Ogasawara,
den sie dann quasi mit ins Schlepptau nehmen, obwohl ja, die beiden ja eigentlich den Tag alleine verbringen möchten. Und Mianos Klassenkameraden tauchen natürlich auch im Park auf, ne, um die beiden irgendwie zu beobachten. Sogar Kurosawa ist mit dabei, der sich die ganze Zeit aber fragt, wie er da eigentlich mit reingeraten ist. Und das Ganze löst sich dadurch auf, dass Hanzawa dann endlich auftaucht und sagt, okay, wir müssen erstmal Ogasawara von den beiden loseisen und dann verschwinden wir hier alle, damit die beiden endlich mal wieder in Ruhe die Zeit genießen können. Und ich habe auch nur so gedacht, so, oh Mann, also die Mitschüler sind wirklich klasse. So. Ah. Auf jeden Fall endet der Band mit einer, ich glaube, für Sasaki überraschenden Erklärung für, von Miyano für eine sehr überraschende Erklärung für Sasaki. So, das habe ich mich jetzt falsch ausgedrückt, keine Ahnung, ich hatte eben kurz den Faden verloren. Ja, wir werden jetzt allerdings ein bisschen warten müssen. Band 10 erscheint, so wie ich es gesehen habe, erst im Oktober, denn Band 10 ist vor kurzem auch erst in Japan erschienen. Das heißt, bis die Übersetzung dann fertig ist, wird es natürlich halt ein bisschen dauern, aber gut. Müssen wir jetzt halt ein bisschen warten. So, dann Insomniacs After School, Band Nummer 7. Ja, die Konsequenzen dessen, dass Ganta und Iseki und Isaki alleine waren. Ja, also, dass ihre Schwester sich abgeseilt hat und die beiden alleine gelassen hat. Natürlich sind Isakis Eltern sauer und Gantas Vater ist auch, naja, sagen wir mal, enttäuscht. Und die beiden haben erst einmal Kontaktverbot. Auf der einen Seite, klar, man wird jetzt denken so, oh, das ist aber ein bisschen heftig. Auf der anderen Seite, ich meine, klar, die beiden waren alleine unterwegs, ne? Eigentlich war Beaufsichtigung da und alles. Und ich würde mal so sagen, ihre ältere Schwester hat sich, glaube ich, einfach nur deswegen abgeseilt, weil sie Ganta halt für gut befunden hat, ne? Und sich gedacht hat, so, okay, der wird schon nichts anstellen. Auf der anderen Seite ist es natürlich nicht okay, dass sie die beiden, die noch minderjährig sind und Schüler sind, da alleine hat rumreißen lassen. Ne? Also, sie sieht am Anfang halt auch ziemlich geknickt aus bei der Konfrontation der Eltern. Aber ich muss sagen, das Interessante ist, was Ganta im Verlauf des Mangas aussagt oder des Bandes halt aussagt, ist, dass dadurch diese ganzen Konfliktgefühle, die er hat, ne, was er jetzt genau für Isaki empfindet, dass das alles irgendwie, diese Verwirrung ist weg und er sieht das jetzt halt klar und er möchte mit ihr zusammen sein und sie möchte auch mit ihm zusammen sein. Ne? Und das Ganze gipfelt dann halt noch in einer schönen Szene beim Sportfest der Schule, wo Isaki eigentlich quasi bei einem Lauf mitmachen soll oder mitmachen möchte, um den Astronomie-Club zu promoten, das dann aber leider nicht machen kann, weil ihr Herz wieder da leider nicht mitspielt. Und letzten Endes versucht Ganta das Ganze dann eben zu übernehmen. Und ich muss immer noch sagen, es ist ein wunderschöner Manga. Also er ist wunderschön gezeichnet, er ist halt auch sehr emotional und ich finde die Bilder, es gibt ja oft Sequenzen, wo wirklich nur Bilder zu sehen sind und kein Text, kein Dialog und das erzählt die Geschichte, finde ich, auch wunderbar weiter und bin gespannt, wie es weitergeht. Und ich weiß, der Anime ist jetzt auch hier bei uns verfügbar, aber ja, mal schauen, wann ich da vielleicht mal zukomme. So, einen Band habe ich noch. Band 1 von Living with Matsunaga. Ich habe ihn den Manga gekauft, weil in Japan gerade auch eine Live-Action-Umsetzung, also ein Drama im Fernsehen läuft. Und ich habe dir die erste Folge angeguckt und habe dann eben gesehen, dass es auf einem Manga basiert und dachte, no, dann musst du den ja auch mal lesen. Und Geschichte ist halt, es geht um die 17-jährige Miku und ihre Eltern müssen zu ihrer Oma quasi ziehen, weil die relativ krank ist und sie sich um sie kümmern sollen. Und Mikus Onkel betreibt eine Hausgemeinschaft, ne, in der mehrere Leute wohnen und da soll sie erstmal unterkommen. Und
Und da lernt sie eben einen der Mitbewohner kennen, der Matsunaga heißt. Ich sage mal so, ihre erste Begegnung ist nicht gerade ideal. Also auf dem Weg zum Haus, wo sie alle wohnen, begegnet sie ihm. Und er hat gerade eine lautstarke Konversation mit seinem Chef. Und ja, kleinen Moment. So, sorry für die kleine Unterbrechung. Aber der Kameraakku hat gerade schlapp gemacht. Ich musste mal kurz irgendwie das Ladekabel anschließen. So, wo waren wir? Ja, die erste Begegnung zwischen Miko und Matsunaga. Also sie geht quasi an ihm vorbei auf dem Weg zu dem Haus, wo sie alle wohnen. Und er hat gerade ein hitziges Gespräch am Handy mit seinem Chef. Und sie denkt sich dann nur so, was ist das für ein unheimlicher Typ? Und als sie ihr dann auch noch hinterherläuft, weil er natürlich auch nach Hause will, denkt sie, ein Stalker, ein Perverser, sie hat halt kein Pfefferspray dabei und sprüht ihn dann mit irgendeinem Deo-Spray an. So. Und er denkt dann auch so, was ist denn jetzt los, die ist doch irre. Naja, das Ganze klärt sich dann jedenfalls auf, aber ich sag mal so, nicht gerade der ideale Einstand als neue Mitbewohnerin. Und ich kann auch gut nachvollziehen, dass sie am Anfang ziemlich unsicher ist, weil sie ist 17 und die anderen, die da alle in dem Haus wohnen, sind deutlich älter natürlich als sie, alle schon erwachsen. Und wäre ich 17 gewesen und hätte in so einer Wohngemeinschaft dann ziehen müssen, ich hätte mich wahrscheinlich genauso komisch gefühlt. Ne? Also das war mit Sicherheit... Das ist mit Sicherheit nicht so einfach für sie. Aber was ich halt interessant finde hier auch im ersten Band ist, dass sie durch die Gespräche so mit den anderen Mitbewohnern auch so merkt, dass Erwachsensein halt auch nicht immer so problemlos und so mühelos ist, wie man sich das als Kind oder als Jugendlicher vorstellt. Und interessant ist auch, dass sich da eine Beziehung langsam entwickelt zwischen ihr und Matsunaga, auch wenn er eine sehr, sehr komische Art hat. Also er ist manchmal ganz schön harsch und auch ganz schön direkt, aber auf der anderen Seite ein sehr komplexer Charakter einfach. Ne? Also die ganzen Mitbewohner am Anfang wirken sie so wie Klischees, ne? So die hübsche Dame, ne? Der Frauenheld, der schweigsame Student, die etwas ausgetickt wirkende, aber sie sind alle wirklich im Laufe der Zeit, kommt man eben dahinter. Die sind alle relativ tief und vielschichtig und jeder hat so seine Sorgen und seine Problemchen und da manche Bände von dem Manga vergriffen sind, wer es in meinem Manga-Haul gesehen hat, habe ich den Manga deswegen mir komplett besorgt und ist natürlich auch ganz schön, dann kann ich ihn jetzt gleich am Stück lesen und bin sehr gespannt, wie die Geschichte dann sich weiterentwickelt und am Ende dann auch ausgeht. So, ja, das war's dann auch mit der Nachlese. Tut mir leid für die kleine Unterbrechung. Ich sollte immer daran denken, in Zukunft den Kameraakku vorher vernünftig aufzuladen. Aber ja, wie gesagt, das war die Manga-Nachlese vom Februar. Und die nächste wird dann etwas üppiger ausfallen. Ich hoffe, dass ich mir alles, was ich dann gelesen habe, auch noch vernünftig merken kann. Okay, meine Lieben, ja. Das war's dann erst einmal wieder und vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, meine Lieben, macht's gut und bis dann.